Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute gerne das neue Smartphone von Kubo zeigen. Das ist das Modell X16. Es ist ein 5 Zoll Smartphone mit Android-Betriebssystem. Ja, ich zeige euch jetzt erst einmal hier, was alles so drin ist. Das Handy habe ich schon rausgemacht. Ich möchte euch erst einmal zeigen, was alles in der Verpackung mit dabei ist. Einmal war das in dieser Hülle hier drin als Schutz. Dann bekommt ihr von Qubot noch eine durchsichtige Plastikcover fürs Smartphone. Ja, es ist richtig dünn, also ist okay. Dann schauen wir weiter. Eine Etage tiefer. Dann haben wir hier eine kurze Anleitung, wie man die SIM-Karte einsetzt und die MicroSD-Karte. Es ist ein Dual-SIM-Smartphone, wie so meistens aus China. Dann haben wir hier noch so einen Quick-Start-Guide mit den ganzen Infos und bekommt auch hier noch eine Display-Schutzfolie. Dann sehen wir mal weiter. Hier haben wir den PIN, um die MicroSD-Karte reinzutun und die SIM-Karten. Dann habt ihr hier ein Micro-USB-Ladekabel von Qubot. Dann haben wir hier noch etwas, und zwar hier ist noch der Netzstecker. Ein Netzstecker, ich glaube mit 1 Ampere müsste das der haben. Dann sehen wir mal weiter. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Smartphone. Das ist das gute Stück. Es ist wirklich ein sehr schön edel verarbeitetes Smartphone von Qubot und sehr schön flach. Hier habt ihr den On and Off Button, Volume Up and Down. Dann habt ihr hier unten noch den MicroSD-Anschluss zum Aufladen. Auf der gegenüberliegenden Seite hier befindet sich der MicroSD-Karten-Slot und für die Dual-SIM-Karten, also für die zwei SIM-Karten. Dann habt ihr oben hier noch den 3,5 mm Klinkenanschluss für eure Kopfhörer. Ja, hier unten haben wir noch die Touch-Buttons. Entschuldigung. Eine Frontkamera von 8 Megapixel haben die hier verbaut. Hier ist ein Lautsprecher. Ja. Dann auf der Rückseite sehen wir hier unten den Lautsprecher. Hier nochmal das Logo von Qubot. Die Rückkamera hat eine Auflösung von 16 Megapixel mit Dualblitz. Sie macht wirklich sehr schöne Bilder. Das kann ich schon mal vorab sagen. Wie gesagt, das ist ein 5 Zoll Display, IPS Display, Full HD mit 1920 x 1080 Pixeln. Dann haben wir hier noch verbaut 2 GB RAM, ein 64-Bit Quad-Core-Prozessor mit je 1,3 GHz Kern. Dass ich nicht was vergesse, ja. Es hat auch LTE-Unterstützung. Das ist ja heutzutage auch schon sehr wichtig. 16 GB Speicher integriert und man kann bis zu 32 GB MicroSD-Karte erweitern. Vielleicht geht auch mehr, so steht es aber meistens drin bei den Verkäufern. Dann muss ich noch kurz schauen, was es noch so hat. Ja, 3G auf jeden Fall. Ja, ihr habt auch hier Bluetooth 4.0. Dann habt ihr GPS und RGPS. Und noch etwas wollte ich erwähnen. Ich muss selber nur ganz kurz schauen, was das war. Ja, wo haben wir das denn hier? Okay. Es gibt auch von dem Smartphone auch ein weißes Modell, was genauso gleich ist, bloß in weiß natürlich. Dann haben wir hier, ach ja, und zu den Dual-SIM-Karten, man kann eine Nano-SIM verwenden und nebendran noch eine Micro-SIM-Karte. Der Akku hat eine Kapazität von 2500 mAh,
Was ich finde, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für so ein Smartphone. Und das sollte locker für einen Tag reichen. Dann habt ihr WLAN, Standard B, G und N. Dann haben wir, wie gesagt, Bluetooth Hammer. Okay, dann schalten wir mal das ein, dann könnt ihr euch mal vom Display selber überzeugen. Ich finde, das Display hat wirklich ein super schönes Bild. Das ist jetzt ein dunkles Hintergrund. Dunkler Hintergrund, da erkennt man halt vielleicht ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall auch der Betrachtungswinkel ist top. Das ist für die Preisklasse absolut super. Das heißt, wenn ihr das von der Seite anschaut, erkennt ihr immer noch alles. Ich kenne das von schlechten Smartphones, wo das alles so verblasst, sobald man das auf die Seite, aus der Seite anschaut. Oder ein bisschen schon und schon hat man ein blasses Bild. Bei dem ist es hier nicht so. Das ist ein Top-Bild. Dann habe ich schon vorinstalliert, ist der Play Store. Der funktioniert natürlich auch. Und wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt leider in die Einstellungen gegangen. Tja, passiert. Hier haben wir den Play Store. Ihr seht, das öffnet sich alles sehr schnell. Ist ja klar. Dann können wir auch mal in die Einstellungen gehen. Dann kann ich euch nochmal zeigen, welche Android-Version wir drauf haben. Ich mache das mal hier ein bisschen schärfer, wenn es klappt. So. Dann gehen wir mal ganz runter über das Telefon. Und da seht ihr auch schon die Modellnummer X16 und die Android-Version 5.1 ist installiert. Also ich denke, das ist die aktuellste momentan. Ja. Es gab ein Update, als ich das Handy das erste Mal mit WLAN verbunden hatte. Etwa 75 MB groß. Das habe ich auch geupdatet sofort, weil man will ja immer auf dem neuesten Stand sein. Ja, dann gibt es hier noch eine Besonderheit. Ich muss bloß selber ruhig ganz kurz schauen. Genau, hier bei den letzten geöffneten Apps könnt ihr sehen. Hier unten habt ihr dann einen Status für die Batterie, für wie viel Speicher, also RAM ihr noch frei habt und mit wie viel Volt die Batterie arbeitet und wie warm das Smartphone ist oder der Akku. Hier haben wir jetzt 27 Grad, was noch ein Grünbereich ist und die Batterie beträgt auch noch 50%. Also alles einmal frei. Man kennt es hier mit der Wischgeste, zack, ist die letzte App auch geschlossen und es wird dann wieder mehr freier Speicherplatz freigegeben. Ich kann aber auch nochmal zeigen, hier könnt ihr auch das alles bereinigen, indem ihr dann hier drauf drückt, zack, dann sollte er wieder mehr Speicher freigeben. Und okay. Was haben wir noch? YouTube funktioniert auch alles einwandfrei. Ich habe jetzt auch mal einfach mal ein Spiel installiert. Hier ist es, das Star Wars, das kann ich euch mal zeigen. Ja, es ist das, die GPU von Mali ist drauf. Ich muss bloß kurz schnell nachlesen, welcher genau. Das ist der Typ T720. Das sollte für die aktuellsten Spiele auf jeden Fall reichen. Jetzt lädt das Spiel kurz. Ich pausiere das, weil das Video darf bei mir nicht länger als 10 Minuten dauern. Sonst kriege ich es nicht auf Amazon hochgeladen. So Leute, ich bin wieder zurück. Das Spiel hat ein bisschen gedauert, bis es die Spieldateien das erste Mal verarbeitet hat. Jetzt sind wir auch schon hier mitten im Spiel. Abrollen muss ich mich hier, jawohl. Machen wir doch glatt. So, ja, bevor ich es vergesse, ihr habt hier auch eine Benachrichtigungs-LED-Leuchte hier, was auch sehr wichtig ist, finde ich. Das haben auch nicht alle Smartphones, zum Beispiel meine Schwester ein Samsung SJ, ein J5. Da ist keine drin und da kostet das Smartphone auch noch viel mehr. Ja, hier ist es alles mit drin. Jetzt schauen wir, was wir da machen müssen. So. Okay. Und weiter. Dann gehen wir einfach mal weiter. Na, was haben wir denn hier Schönes? Gut, ja, das Spiel, wie ihr seht, läuft alles schön flüssig, ist ein schönes Bild. Da sind vielleicht Feinde, oder? Dann knallen wir die mal ab. Na, schießt doch, oder was soll ich mal? Auf Autoangriff einmal tippen. Na gut, dann greifst du mal automatisch an. So, das war's für mein Video. Heute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr klickt auf Like und in meinen YouTube-Channel. Vielleicht abonniert ihr auch meinen Channel. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon drauf. Ciao.